Mit 84 Jahren in Rente. Die Geschichte vom wahrscheinlich coolsten alten japanischen Dude, den ich kenne. Jo Leute, was geht? Senpai hat die Haare schön und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich war ja neulich einen Monat in Deutschland und Europa, bin dann zurück nach Japan gekommen und dann wurde es mal wieder Zeit, mir die Haare schneiden zu lassen. Ich bin also wie immer zu meinem coolen alten Dude, Schrägstrich Hausbesitzer, Schrägstrich Friseur gegangen und habe mir die Haare schneiden lassen. Und dabei stellte sich heraus, dass es das letzte Mal sein sollte, dass er mir jemals die Haare schneidet. Und deswegen Leute, erzähle ich euch heute die Geschichte von einem coolen alten japanischen Herrn, der mir schon während meiner gesamten YouTube-Laufbahn immer die Haare geschnitten hat. Viel Spaß! Die Geschichte begann vor über 5 Jahren, als ich in meine jetzige Wohnung eingezogen bin. Ich bin also damals umgezogen und da dachte ich mir, komm Senpai, suchst du dir einen neuen Friseur, ne, der schön in der Nähe ist. Und praktischerweise war ein Friseursalon direkt neben dem Gebäude, wo ich eingezogen bin. Also wirklich direkt nebendran, da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ich also, ne, als dann der Haarschnitt fällig wurde, dahin und habe mir die Haare schneiden lassen. Und damals schon war er, also da muss er 79 gewesen sein, also es war ein alter japanischer Dude, ne? Der hat dann angefangen, ich habe ihm erklärt, hier so die Haare und so weiter. Dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und so während wir so quatschten, habe ich ihm dann auch irgendwann erzählt, ne, ich bin übrigens gerade hier direkt nebenan eingezogen, bin jetzt ganz frisch zugezogen. Und dann hat er gesagt, ah ja, genau, Zimmernummer so und so, ne? Und ich habe so gedacht, oha, warum weiß der meine Zimmernummer, was ist hier los? Und dann meinte ich so, oh ja, Sie wissen ja gut Bescheid. Und dann meinte er, ja, er ist der Hausbesitzer. Das bedeutet, er ist der Hausbesitzer des Gebäudes und er arbeitet als Friseur bzw. hat als Friseur gearbeitet. Fand ich ziemlich lustig und naja, das war halt ganz cool und seitdem bin ich immer wieder hingegangen, denn er hat das gut gemacht. Ne? Leute, ihr habt es in den letzten Jahren gesehen, wie meine Haare aussehen, das hat immer er geschnitten. War ich immer zufrieden, er ist auch wirklich ein cooler Dude, wir quatschen immer, war direkt nebenan, also alles perfekt. Und so ging das dann über ein paar Jahre. 1-2 Jahre später dann, er war so schon 80 oder über 80, hat er dann so langsam gedacht, ne komm hier, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich gehe mal langsam in Rente. Das Problem war jetzt allerdings, er hat so viele Stammkunden, die schon seit Jahren und Jahrzehnten zu ihm gehen, dass die ihn quasi unter Tränen teilweise angefleht haben, noch nicht aufzuhören und noch weiterzumachen, damit sie weiter bei ihm sich die Haare schneiden lassen können. Er hat also quasi klein beigegeben und hat gesagt, okay, ich mache weiter. Was er dann allerdings gemacht hat, ist, er hat seinen eigenen Laden, also direkt neben unserem Gebäude sozusagen, er hat seinen eigenen Laden zugemacht und hat dann aber weitergearbeitet, sozusagen als Gast, wenn man so will, bei einem Friseursalon bei einem Kumpel von ihm. Das war dann nicht mehr direkt nebenan, aber das war auch noch ziemlich in der Nähe und da hat er dann noch 3 Tage die Woche weitergearbeitet. Also auch nicht mehr voll, aber immerhin 3 Tage die Woche. Und auch da hat er natürlich regelmäßig drüber nachgedacht, irgendwann das Handtuch zu werfen und in Rente zu gehen und zu chillen, aber irgendwie die Leute haben ihn nicht aufhören lassen. Er hat einfach immer hardcore weitergemacht und er ist halt auch immer noch echt fit. Und so arbeitete er also weiter und weiter bis jetzt zum stolzen Alter von 84 Jahren. Und als ich jetzt neulich bei ihm war und mir, wie gesagt, die Haare habe schneiden lassen, da haben wir so ein bisschen gequatscht und so. Und im Laufe des Gesprächs stellte sich dann heraus, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich mir die Haare schneiden lasse und dass er Ende des Monats aufhört. Also Ende Oktober 22, das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, ist er wahrscheinlich schon in Rente. Ja, wie kommt es denn jetzt dazu, dass er sich tatsächlich dazu durchgerungen hat, endlich aufzuhören und in Rente zu gehen? Und naja Leute, ich habe es eben schon angesprochen, eigentlich hat er schon mit der Rente geliebäugelt, als er seinen eigenen Laden zugemacht hat, aber hat halt trotzdem noch weitergemacht. Und jetzt, ne, Leute, er ist 84 Jahre und da hat er sich einfach gesagt, okay, es ist mittlerweile echt anstrengend zu arbeiten, er will seinen Lebensabend chillen, es ist einfach Zeit, ich mache Feierabend. Und ich muss sagen, ich kann es mehr als verstehen. Ich finde es natürlich auch sehr schade, dass er aufhört, dass ich mir nicht mehr die Haare schneiden lassen kann bei ihm. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich kann es absolut verstehen. Und ich finde auch 84 ist echt ein gescheites Alter, um aufzuhören. Was ich dann aber besonders interessant bzw. schön fand, war, ne, wir haben dann noch so ein bisschen gequatscht. Und da habe ich dann noch ein bisschen was lernen können über ihn und seine Geschichte und wo er so herkommt. Und diese Geschichte fand ich einfach faszinierend, sodass ich die zum einen festhalten möchte und zum anderen auch so ein bisschen mit euch teilen möchte. Und Leute, ihr müsst euch klar machen, er ist 84 Jahre alt. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich so geboren circa 1938. Das heißt, in seiner Kindheit war der Zweite Weltkrieg. Also aus was für einer Zeit der einfach kommt, das ist der Hammer. Und er hat mir dann erzählt, als er aufgewachsen ist, hatten sie nicht so viel Geld und das war halt alles nicht so einfach.
Und ich habe jetzt nicht so nach den Details gefragt, wie denn das Leben so nach dem Krieg war oder weiß der Geier. Aber ich kann mir halt vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg war halt jetzt Japan nicht so auf der Höhe. Also dass es damals nicht einfach war, das glaube ich glatt. Sondern erzählte er mir, dass er die Oberschule gar nicht gemacht hat. Also das, was bei uns die Oberstufe oder Abi wäre, das hat er nicht gemacht, sondern er hat nach der Mittelschule aufgehört mit der Schule. Und dann war es so, dass sein Vater für ihn entschieden hat, hier, du wirst jetzt Friseur bzw. Barbier. Das war also gar nicht seine eigene Entscheidung. Und er war auch am Anfang so ein bisschen irritiert, ja, wie ich soll Friseur werden, was? Ne, aber das hat sein Vater für ihn entschieden. Und das war damals, glaube ich, auch relativ üblich, dass so quasi die Eltern für die Kinder in Japan entscheiden, wo es lang geht. Und dann hat er gesagt, ja, okay, mache ich halt mal, ne? Und so ist er dann Friseur geworden. Das heißt, er war noch nicht mal 18, als er angefangen hat. Und er hat dann tatsächlich ab da an 69 Jahre lang als Friseur gearbeitet. Lass mal kurz rechnen. -69, das müsste im Alter von 15 Jahren gewesen sein, dass er angefangen hat. Und das finde ich hammerfaszinierend, wie weit er es gebracht hat. Stellt euch vor, ihr fangt mit 15 Jahren an, als Friseur zu arbeiten und jetzt ist er halt Hausbesitzer, hat dann ein mehrstöckiges Haus, eine Wohnung, kann wahrscheinlich ganz gut auch davon leben, von den Einnahmen und so weiter und hat einfach ganze 69 Jahre lang durchgearbeitet bis zum Alter von 84. Das finde ich einfach maximal faszinierend und da habe ich absoluten Respekt davor. Übrigens, Fun Fact, Leute, er spielt auch noch regelmäßig Golf, geht regelmäßig auf den Golfplatz und er hat mir erzählt, dass er teilweise seine 10 Jahre jüngeren Freunde vom Platz schlägt sozusagen. Also die sind irgendwie vielleicht ein paar 70, erst ein paar 80, aber er haut die alle in die Tonne, er ist fitter als die und er spielt die alle in Grund und Boden. In diesem Sinne, Leute, das war seine schöne Geschichte. Auch wenn er das Video wahrscheinlich nicht sehen wird hier, möchte ich trotzdem ihm an dieser Stelle einfach mal einen großen Dank hinterlassen. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir jahrelang schön die Haare geschnitten hat und auch für die vielen schönen Gespräche, die wir hatten. Peace!